Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, liebe Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion, ich möchte es noch mal fürs Protokoll festhalten, dass der Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion meine Kollegin Henriette Quade als Terror-Queen bezeichnet hat. Ich glaube, das Wort Queen muss ich hier zumindest Ihnen nicht übersetzen. Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, was das bedeutet. Ich möchte noch mal gerne ausdrücklich sagen, dass das Wort Terror bedeutet, dass durch Gewaltaktionen Angst und Schrecken verbreitet wird. Ich kann nur ganz deutlich sagen, dass ich das für meine Kollegin Frau Quade und selbstverständlich für uns als gesamte Fraktion zutiefst ablehne. Wir sind hier einiges gewöhnt an Unwissenheit, an intellektueller Unbewaffnetheit durch die Kolleginnen und Kollegen der AfD-Fraktion. Aber das ist ein Punkt, der aus unserer Sicht den demokratischen Gepflogenheiten und auch dem Ansehen des Hohen Hauses im tiefsten Maße widerspricht und vor allem dem Ansehen meiner Kollegin Frau Quade zutiefst verletzt. Und insofern weise ich das ausdrücklich zurück. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es eine Intervention von Herrn Reu? Die können Sie jetzt wahrnehmen, wenn Sie wollen. Eine Minute bitte erst auf die Reaktion der Fraktionsvorsitzenden. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Also mir wären fast die Tränen gekommen, Frau von Angern. Also wenn Sie jemanden in Ihrer Fraktion beschützen wollen, dann sollten Sie wenn der Vorwurf Terrorqueen kommt, dann sollten das als letztes die Frau Quade sein. Wir hatten in der letzten Legislatur hier Debatten, da habe ich Ihnen dargelegt, wie die Mitarbeiter, ein Mitarbeiter zum Beispiel Valentin Hacken, ich kann den Namen nennen, in Österreich, in Wien, bei der Antifa in Wien mobilisiert hat für eine Demonstration hier in Halle. Diese Leute in Wien, die sind bekannt, dass sie Terroristen ähnlich agieren. Also informieren Sie sich mal bitte. Und das ist der Mitarbeiter von Frau Quade gewesen. Und dann schauen Sie sich mal an, was der Herr Hacken dort alles für Leute gesammelt hat im Bündnis gegen Rechts in Halle. Das hatten wir ja alles dargelegt. Da waren mehrere, unter anderem die interventionistische Linke dabei, die im Verfassungsschutzbericht auch des Bundes stehen. Und mit diesen Leuten arbeiten Sie zusammen. Sie brauchen ja nicht auf die Tränendrüse zu drücken. Sie sind selber Feinde der Demokratie, wenn Sie Leute wie Frau Quade in Ihren Reihen haben. Vielen Dank. Applaus